Da hat er doch tatsächlich die Aufnahme abgebrochen, beziehungsweise weil der Speicher voll war. Tut mir leid, Leute, ich hoffe, das Ganze geht jetzt auch wieder. Wenn ich das Ganze halt in 2 Tagen hochladen, ist ja nicht so wirklich schlimm. Jedenfalls, was habe ich gesagt? Ich möchte unbedingt auf die Kieler Linux-Tage nächstes Jahr, weil ich habe mit den Organisatoren auch dort mal per E-Mail, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und so. Und ich darf das Ganze hochladen, allerdings in Creative Commons Lizenz und nicht monetarisieren. Das ist für mich, wie gesagt, kein Thema. Weil ich einfach auch der Meinung bin, ich muss nicht immer alles monetarisieren. Also ich habe auch ein, zwei Videos auf meinem Kanal, wo ich nicht monetarisiert habe, bewusst, weil ich einfach gesagt habe, es muss noch nicht mehr monetarisiert werden, alles. Ja, und dann kommen wir halt auch zum Thema YouTube Deutschland. Das ist ja auch so ein Thema, ich muss mal gucken, nimmt er noch auf? Ja, nimmt noch auf, gut. Ist ja auch so ein Thema, wo sehr, sehr viel Furore auch gesorgt wird mit YouTube Deutschland und so weiter. Ich bin halt der Meinung, YouTube hat sich, also die Community an und für sich, hat sich schon entwickelt auch, genauso wie die YouTuber selber. Nur wenn die YouTuber halt Mist bauen, weil sie, also Mist produzieren, weil sie halt sehen, aha, das bringt Klicks und das bringt Geld, ergo. Es wird natürlich halt immer schlimmer und wenn die Leute sowas feiern und anklicken, das ist auch so ein Punkt, warum ich so YouTuber nicht erwähne oder auch mit keinem Namen erwähne, die so Clickbaiting und so betreiben, weil das Problem ist, wenn ich die mit dem Namen erwähne, dann klicken Tausende auf die wieder drauf und das muss nicht sein und genauso wenig will ich jemand sein, der klickgeil ist, das bin einfach nicht ich. Und deswegen haben wir auch keine Videos dahingehend, wo ich einfach sagen kann, ja, so und so ist es, weil ich einfach sagen muss, nee, jetzt bin ich ich. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Und ja, mich würde mal interessieren, habt ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Wünsche, Anregungen, auch was ich verbessern könnte? Klar, das Licht hier ist wirklich nicht das Beste, muss ich gerade dazu sagen. Sorry auch nochmal dafür. Aber aktuell ging es einfach nicht anders, weil wenn ich die ganze Zeit so die Kamera halte, dann wird die irgendwann schlaff und auf Toilette das Ganze aufnehmen, ist ja auch irgendwie blödsinnig. Von daher, ja, und da hinten ist der Fernseher, ja. Ja, es ist auch nicht so wirklich toll, weil das Licht ziemlich doof ist und ist nicht so wirklich toll. Aber eben kann man nichts machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das Ganze in den Griff kriege, damit das Ganze auch wieder ordentlich aussieht dann. Ja, dann kommen noch ein paar Magic Tutorials, also Magic's Video Deluxe 2013 in der Professional Version. Hat mir der liebe App Player geschenkt. Vielen lieben Dank an dich nochmal. Und da dachte ich mir einfach, hey, komm, nimmst aber das Ganze mal und machst eigentlich mal ein paar Videos dazu. Wenn ich es freigeschaltet bekomme, weil das ist so, sie haben es freigeschaltet bei sich und ich muss es wieder freischalten, das geht nicht so wirklich. Und da muss ich gucken, eben Magic Support noch anschreiben und denen das Ganze mal erklären und so weiter und so fort. Das dürfte ja, glaube ich, kein Problem sein. Ja, ansonsten, ja, werde ich jetzt mal was zu essen machen, würde ich sagen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr so haltet von diesem kleinen, ja, Montags-Quatschi-Talk, wie auch immer. Wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, wo ich auch mal so ein bisschen auch erzähle, auch ein bisschen privatere Sachen, dann könnt ihr mir das Ganze gerne in die Kommentare schreiben auch, weil ich bin wirklich auch wirklich jedem Einzelnen dankbar. Und auch was die Multiplayer-Sache angeht, weil, wie gesagt, ohne euch wäre ich nicht auf YouTube, ohne euch würde ich kein Geld mit YouTube verdienen, ohne euch wäre ich nicht da, ohne euch würde es mir nicht geben. Und genau das ist auch der Grund, warum ich zu mir sage, ich mache das, worauf ich Bock habe, wie jetzt das zum Beispiel, ne? Sehr spontan so, setze dich hin, nimmst mal ein paar Videos auf. Und von daher denke ich mal, hey, warum nicht? Ich wollte mir in der nächsten Zeit auch mal ein paar Sachen auch anschauen, betreffend Funkstrecke und Funkmikro und so. Und richtig gute Kamera mit Stativ, weil ich mich einfach verbessern möchte. Und es braucht halt seine Zeit. Vielleicht an Weihnachten kriege ich was diesen vielleicht. Mal gucken. Versprechen kann ich euch und will ich euch diesbezüglich noch nichts, weil nicht, dass ich es verspreche und dann kann ich es nicht halten. Deswegen ist es immer so eine Sache, muss nicht wirklich sein. Ihr werdet es ja sehen, wenn es dann soweit ist. Also, das war es in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotzdem, dass das Licht hier nicht so wirklich toll ist. Aber es geht, glaube ich, auch mehr um den Inhalt von dem Video. Ich sage tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Linus. Bis dann und ciao. Tschüss.